glauben Sie wirklich, die KPÖ, mit dem, was sie über 100 Jahre repräsentiert gemacht hat, die ist die Lösung für dieses Problem? Glauben Sie das wirklich? Schauen Sie, die Probleme sind wirklich riesengroß. Und gut, dass Sie das anerkennen. Die KPÖ hat nicht 1945 begonnen, sondern 1918. So ist es. Ja, ja, korrekt. Und reden wir aber über den real existierenden Kapitalismus, um das Ganze, um das Ganze zu kontextualisieren, Herr Mölzer. Nee. Der Kapitalismus hat zwei Weltkriege hervorgebracht, hat den Faschismus hervorgebracht, hat den Holocaust hervorgebracht und ist jetzt permanent in der Krise, wo wir Steuerzahler irgendwie den Banken irgendwie das Geld zuschieben müssen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe, und darum suchen irgendwie die Menschen eine Alternative und sie finden das in Arbeiterbewegung, ob es ihnen gefällt oder nicht. Die Alternative ist im Kommunismus, der 20 Millionen Tote hervorgebracht hat. 20 Millionen Tote? Ja, bitteschön. Na, reden Sie mal mit den Ukrainern über den Holocaust. Ja, genau. Reden Sie mal drüber. Ja. Mhm. Ja, zum Beispiel, ja, das ist alles nichts. Wir werden auf diese ideologische und historische Debatte noch zurückkommen. Ja. Ich möchte zuerst noch Frau Hayek fragen, was Sie gemeint haben, dass Sie mal gesagt haben, dass diese derzeitigen Höhenflüge der kommunistischen Parteien, also in Graz und Salzburg, auch sowas wie ein popkulturelles Phänomen sind. Was meinen Sie damit? Ja, ich glaube eben nicht, dass der Großteil der KPÖ-Wähler und Wählerinnen sich aufgrund dieser ideologischen Debatte, die die beiden Herren hier führen, für die Partei entscheiden, sondern dass die sich einerseits aufgrund dieser Inhalte entscheiden, aber dass die anderen eben, oder dass viele der Wähler und Wählerinnen diesem Wort Kommunismus nicht diese Bedeutung beimessen, wie das viele Leute tun. Und das Wort Kommunismus hat ja auch verschiedene Bedeutungen. Da geht's natürlich, kann man natürlich einerseits über die kommunistischen Diktaturen reden, aber halt auch über den Kommunismus als eine Idee, dass alle gleich sind und dass es soziale Gerechtigkeit gibt. Und Kommunismus hat sich halt auch zu einer attraktiven, ja, popkulturellen Ideologie entwickelt für Leute, die ein Che Guevara-T-Shirt tragen oder so. Also die so aufgeladen, wie das Wort diskutiert wird, hier ist es, glaube ich, für diejenigen, die die Wahlentscheidung treffen, nicht durchgehend. Herr Backhaus, wenn Kommunismus heißt, dass alle die gleichen Rechte haben und alle gleich sind, kann man eigentlich nicht dagegen sein, nicht einmal Sie, oder? Die gleichen Rechte auf jeden Fall, aber die gleichen Ergebnisse finde ich unfair. Also wenn wir alle das Gleiche bekommen, obwohl wir vielleicht unterschiedlich leisten, unterschiedlich wertschöpfen, finde ich das sehr unfair. Aber das heißt, vielleicht reden wir jetzt dann doch einmal kurz darüber, was ist eigentlich Kommunismus? Sie haben gesagt, Kommunismus ist eine Ideologie, so wird es verstanden, also nicht mit den historischen Belastungen des real existierenden Sozialismus, mit seinen diktatorischen und auch mit den vielen Millionen Toten, die er hervorgebracht hat. Ukraine wurde schon erwähnt, sondern die Vorstellung, dass in der Gesellschaft alle gleich sind und die gleichen Rechte haben. Das ist natürlich auch sehr nett, aber Kommunismus kann man eigentlich nicht denken, glaube ich, so habe ich es gelernt, jedenfalls in der Ideengeschichte, ohne die Grundidee, dass es eine Idee ist, die die kapitalistische Wirtschafts- und Gesellschaftsform ablöst und überwindet. Und das drückt sich aus in erster Linie in der Abschaffung des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Bleiben wir jetzt einmal ein bisschen ideologiegeschichtlich korrekt. Eigentlich kann man sich Kommunist ja nur nennen, wenn man tatsächlich für diese Idee steht, dass die marktwirtschaftlich-kapitalistische Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung abgelöst wird durch eine Ordnung, in der das Privateigentum an den Produktionsmitteln nicht existiert. Sind wir uns da einig? Ich habe ein schönes Zitat mitgebracht, weil ich mir schon gedacht habe, wir werden in die Ursprünge des 19. Jahrhunderts und weiter zurückgehen. Es ist ein Zitat vom Ex-ÖVP-Chef Josef Tauß, Manager, ÖVP-Chef. Der hat im Interview vor ca. 10 Jahren gesagt, aber auch die Marktwirtschaft wird irgendwann zu existieren aufhören. Es gibt nichts Ewiges, das Menschen machen. Und das Spannende wird sein, was passiert nach der Marktwirtschaft. Wenn ich das als Linker sage, dann heißt schon, oh mein Gott, der will die Revolution. Da sagt ein Konservativer, natürlich ist der Kapitalismus nicht von ewiger Dauer. Ja, ich glaube, Josef Schumpeter hat vorausgesagt, dass der Sozialismus über den Marktwirtschaft siegen wird. Aber das ist die eine Frage, was man glaubt, was passiert. Die andere Frage ist, wofür steht man, wenn man sagt, man ist ein Kommunist? Meinem ideengeschichtlichen Verständnis nach kann man nur sagen, man ist Kommunist, wenn man tatsächlich dafür ist, dass das Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft wird. Sonst ist man kein Kommunist, oder? Zwei Punkte. Als erstes würde ich, wenn wir über die Verbrechen reden, das Verbrechen, das ich abschaffen möchte, ist, dass 80 Millionen Menschen im real existierenden Kapitalismus jährlich verhungern. Wenn man schon... Die Hungerquote war im real existierenden Sozialismus auch nicht schlecht. Naja. Also ich finde, das ist auch 80 Millionen, 80 Millionen. Ja, was soll ich?
80 Millionen, eine Milliarde hungert. Okay? Mhm. Der Kapitalismus ist unfähig, irgendwie diese Leute zu ernähren. Der Kommunismus könnte das lösen. Auf jeden Fall, weil wir so eine reiche Gesellschaft haben. Es wird nur falsch verwaltet, nach privatem Profit und nicht nach den Bedürfnissen der Menschen. Entschuldigung, im heutigen Tag, ich habe nachgeschaut in der Arzneimittelliste, es fehlen heute 601 Medizinprodukte in Österreich. Sogar in dem reichsten Land der Welt sind die privaten Unternehmen nicht fähig, uns Medikamente zur Verfügung zu stellen. Der Kapitalismus funktioniert nicht. Das ist das Problem. Und wir brauchen ein neues Ordnungsprinzip. Ja, es ist so. Aber ich möchte jetzt eine ganz konkrete Frage, weil mich interessiert schon lange, was muss man denken, damit man von sich sagen kann, man ist ein Kommunist? Und deswegen bleibe ich bei der Frage, ist nicht eine wesentliche Voraussetzung dafür, sich selbst als Kommunist zu bezeichnen, die Überzeugung, dass die Produktionsmittel nicht in privater Hand sein sollen? Was ist sonst noch Kommunismus? Um das mit dem Kommunistischen Manifest zu beantworten, Karl Marx, Friedrich Engels schreiben 1848, die Kommunisten haben keine besondere, vertreten die allgemeinen Interesse der Arbeiterbewegung, aber sie sind der vorwärtstreibendste Teil und sie haben eine Einsicht in historische Prozesse. Das ist das. Und ich glaube, um das konkret irgendwie zu benennen, wenn man zum Beispiel das Wohnungsproblem lösen muss, da schaue ich mir ganz aktuell irgendwie, dann wird man die Frage des Eigentums stellen müssen. Es ist tatsächlich so. Enteignung von allen Eigentumswohnungsbesitzern, Heiselbesitzern. Herr Mölzer und Herr Backhausen, vielleicht mag er auch mal was sagen. In Berlin haben 60% der Berliner Bevölkerung haben gestimmt für Enteignung von Deutsche Wohnen AG. 60% sind davon überzeugt, dass Wohnraum nicht privat sein darf, weil das nicht funktioniert. Das ist eine sehr erhellende Diskussion. Ja, genau. Und solche Kämpfe waren allerdings 60% von 30%, die überhaupt teilgenommen haben. Nicht? Das relativiert die Zahl vielleicht. Aha. Man müsste natürlich auch dazu sagen, da geht es immer um Enteignungen gegen Entschädigungen, so wie wenn irgendwo eine Eisenbahn, eine Autobahn, eine Stromtrasse gebaut wird. Also ich sage immer, wenn ich gefragt werde, sind wir als KP Plus dafür, in Salzburg Wohnungseigentum zu enteignen? Nein, weil das können Sie der öffentlichen Hand gar nicht leisten. Ich glaube, wenn man fragt, was ist Kommunismus? Ja, da muss man zurückgehen zu Marx. Und Marx ist interessante Lektüre. Also der hat schon fundamental den Kapitalismus in wesentlichen Punkten analysiert. Eine andere Frage ist, was dann im Stalinismus daraus gemacht wurde. Aber das kann ich jetzt nicht Marx vorwerfen. Das ist so, wie wenn ich dem Jesus die Kreuzzüge, die Inquisition und in Salzburg die Vertreibung der protestantischen Salzburger vorwerfe. Wir haben in Salzburg einen Erzbischof gehabt, der hat eine Kinderguillotine gebaut, damit er die armen Kinder aus der Unterschicht schneller liquidieren kann. Deshalb sagt man auch nicht, dass sich der Bischof in Salzburg nicht mehr Erzbischof nennen darf. Ich glaube, die Frage ist, was hat die KPÖ in der Geschichte falsch gemacht? Und da gibt es noch überall also KPÖ, krachend gescheitert. Die KPÖ hatte ihre, muss man auch sagen, Glanzmomente im antifaschistischen Widerstand gegen das Naziregime. Da war die KPÖ eine tragende Säule. Die KPÖ war eine der drei Gründungsparteien der Zweiten Republik und hatte dann eine sehr dunkle Phase, wo man gegenüber dem Stalinismus viel zu unkritisch war, wo KPÖ-Mitglieder auch aus Salzburg im Stalinismus ermordet worden sind. Und man hat dann auch 1956, 1968, anstatt sich zu distanzieren, auch weil man natürlich am Geldfluss aus Moskau hing, das hat man sich sozusagen überhaupt nicht davon loslösen können. Und das, glaube ich, ist ein spannendes Phänomen. Man sagt immer, Geld verdirbt den Charakter. Ja, kann sein. Geld kann aber auch Parteien verderben. Und die KPÖ hat viel Geld gehabt. Ja. Sie haben es erwähnt vorher, war eine reiche Partei, aber politisch unerfolgreich. Heute hat die KPÖ kein Geld, ist aber schrittweise wieder erfolgreicher. Und ich glaube, was man daraus lernen kann, ist viel über das österreichische Parteienwesen. Sie haben vorher gefragt, wo ist die KPÖ radikaler als die SPÖ? Wir sind viel radikaler, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel die Parteienförderung reduziert. Österreich ist vielleicht da aus deutscher Perspektive spannend, hat die teuerste Parteienförderung Europas und die zweiteuerste der Welt. Ja. Da hängen ganze Parteiapparate davor, die korrumpieren Parteien. Da ist auch die KPÖ nicht davor gefeit. Aber ich glaube, da ist man sozusagen in einer anderen historischen Phase. Und heute sind wir natürlich für eine demokratische Form von Kommunismus. Kommunismus heißt vor allem Gemeinnützigkeit, da wo die Grundbedürfnisse betroffen sind, beim Wohnen, in der Gesundheit, ein gutes Bildungssystem, dass nicht Kinder in einer kleinen, schimmeligen Wohnung in Salzburg in Deutschland leben müssen. Dafür ist ja niemand, glaube ich. Aber ich habe eine ganz schlichte Frage. Mhm. Sind Sie Kommunist? Ja, natürlich. Wenn bei der KPÖ ist, ist es so. Und wodurch erkenne ich inhaltlich, dass Sie Kommunist sind? Weil an all dem, was Sie jetzt gesagt haben, erkenne ich es nicht, weil das sind relativ
vernünftige Einstellung, die fast jeder hier in der Runde hat. Niemand will, dass Kinder in einer schimmeligen Wohnung. Also ja. Das ist alles sehr konsensfähig. Woran konkret erkenne ich, dass Sie Kommunist sind? Dass wir sagen, wenn eine demokratische Mehrheit die Interesse der Allgemeinheit über die Profitinteressen einiger weniger stellt, dann kann das zulässig sein. Bestes Beispiel, wenn in Salzburg Investoren tausende Wohnungen leer stehen lassen, und das ist derzeit ihr gutes Recht, die können sie 50 Wohnungen kaufen, alle leer stehen lassen und damit spekulieren. Und ich sage, da darf die Demokratie Regeln vorschreiben. Aber sie braucht eine Mehrheit. Streben. Man braucht eine Mehrheit. Ich glaube, es gäbe auch oft Mehrheiten dafür, für einen, einen solidarischen Beitrag der Superreichen, der reichsten 1%, dass man sagt, wo es um Grundbedürfnisse wie Wohnen, wie Licht, um Wärme geht. Da muss die Grundversorgung der Öffentlichkeit über dem Profitinteresse stehen. Und natürlich bin ich da Antikapitalist. Ja, aber Herr Mölzer, möchte Ihnen auch eine Frage stellen. Ich möchte nur vorher Ihnen noch eine Frage stellen. Wenn Herr Dankl sagt, was er jetzt sagt, ist er dann Ihrer Meinung nach ein Kommunist? Ja, auf jeden Fall. Und ich würde ein wichtiges Merkmal hinzufügen. Ich glaube, was einen kommunistischen Politiker auszeichnet, dass er nur einen Lohn eines durchschnittlichen Arbeiters hat, also keine Privilegien hat, dass er weiß, wen er sozial vertritt. Und das ist irgendwie die Glaubwürdigkeit, die wichtig ist. Dazu müsste man aber nicht Kommunist sein. Aber vielleicht, um was Konkretes zu machen. Also die Frage des Sozialismus ist in Österreich heute in dieser entwickelten Gesellschaft eine Frage in der parlamentarischen Mehrheit, die man, und ich kann Ihnen genau sagen, welches Gesetz das man brauchen würde. Die nächste Bankenkrise, die kommt, sie ist schon da, sie ist schon in den Bilanzen, das wird schlagen werden. Und ich bin dafür, dass wir in dieser nächsten Krise kein Steuergeld an die Banken geben, sondern alle Banken zusammenfassen, mit der Nationalbank vereinen und das Delegierte der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften diese Banken dann leiten, unter Kontrolle der Arbeiterbewegung. Und dann haben wir die Voraussetzungen, wirklich unser Leben irgendwie zu verbessern. Ja. Herr Backhaus, Leben verbessern, Sie sind heute mit dem Privatjet da, das ging im Kommunismus eher schwer wahrscheinlich. Ne? Höchstwahrscheinlich, ja. Darum möchten Sie ihn auch nicht haben. Den Kommunismus nicht? Nein. Weil Herr Tomaselli sagte, dass eins der Probleme der Marktwirtschaft ist und des Kapitalismus ist ja, dass die Menschen dort nicht reich werden, weil sie besser, schlauer sind oder mehr arbeiten, sondern eigentlich nur, weil sie Seilschaften nutzen können und Kontakte nutzen können, die ihnen das ermöglichen. Wie sind Sie zu Ihrem Geld gekommen? Durch Seilschaften? Also natürlich brauchen Sie Kontakte, aber die können Sie sich aufbauen. Also die meisten Menschen, die zu was gekommen sind, die ich kenne, kommen aus sehr einfachen Verhältnissen, ohne Kontakte, ohne großes Studium. Ich hab nicht mal Abitur. So. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen hemdsärmlich daran geht an die Marktwirtschaft, sich ein Unternehmen aufbaut, klein anfängt und sich dann hocharbeitet, sich Netzwerke aufbaut natürlich und auch etwas darüber liest, was man da tut, also auch natürlich ein Wissen aufbaut, dann kann man unbegrenzt Dinge erreichen. Und das finde ich das Schöne an der freien Marktwirtschaft und auch am Kapitalismus, dass eben niemand fragt, auf welcher Universität ich war oder welche Kontakte ich habe oder was mein Vater beruflich macht, sondern es ist einzig und allein die Leistungsfrage und die Wertschöpfungsfrage. Und wenn ich an Politiker denke, habe ich immer das Problem, dass Politiker ja nicht mit Geld umgehen können. Also Politiker sind ja keine besseren Unternehmer, sondern die Unternehmer sind die besseren Unternehmer. Und wenn man der Politik genügend Geld zur Verfügung, also nehmen wir mal an, sie würden ihre Sondersteuer auf große Vermögen oder irgend sowas durchsetzen, dann würde ja komplett sich nichts verbessern. Also es wäre vielleicht ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein und Sie merken ungefähr für 3,5 Tage irgendeine Art Verbesserung, aber langfristig hat das ja keine Chance. Jetzt ist es so, dass Herr Tomaselli sagt und auch, glaube in manchen Grenzbereichen, Herr Dankl, es gibt nun aber Situationen, in denen akkumuliertes Vermögen, im Kapitalismus akkumuliertes Vermögen, und zwar rechtmäßig unter den jetzigen Bedingungen akkumuliertes Vermögen, solche Ungleichgewichte schafft und Grundbedürfnisse von anderen Menschen nicht mehr erfüllt werden können, dass Enteignung, Sie sagen gegen Entschädigung, Sie auch gegen Entschädigung? Das ist keine prinzipielle Frage, aber auf jeden Fall alle Kleinsparer. Ja, dass dann Enteignung eine Möglichkeit ist. Wir müssen uns die Frage der Freiheit stellen. Wollen wir Freiheit für den Bürger oder wollen wir sie nicht? Und wenn Sie mit Enteignung von Wohneigentum anfangen, dann fällt Ihnen als nächstes ein, dass wir doch alle viel besser dran sind, wenn wir die und die Gesundheitsvorschriften einhalten und wenn wir das vielleicht nochmal den Menschen wegnehmen und wenn sie nur noch links gehen dürfen, aber auch nicht mehr rechts. Und also wo ist dann das Ende? Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man einem Politiker, ob es jetzt Geld ist,
ist oder ob es Macht ist, zu viel davon gibt und die nicht begrenzt, dann nimmt das eben katastrophale Ausmaße an. Deswegen können sie zum Beispiel im Kommunismus auch nicht ohne Diktatur auskommen, weil... weil sie die Grenzen sonst nicht haben. Wo das endet, war die Frage. Wo endet es denn? Na, ich sage mal, wo es anfängt. Ich meine, dieses freie Unternehmertum, das ist doch lächerlich, was Sie hier sagen. Der sechstreichste Österreicher, wie heißt der René Benko von der Signa Holding, eine wahnsinnig erfolgreich, so wie Sie, nicht einmal Matura, heute ein Vermögen von 20 Milliarden Euro. Aber was steckt irgendwie dahinter? Im Jahr 2020 700 Millionen Corona-Förderung, tausende Mitarbeiter der Karstadt-Gruppe auf die Straße gesetzt und sich 430 Millionen Dividenden ausbezahlt. Na, Entschuldigung, ist das eine unternehmerische Leistung? Und Sie wissen das irgendwie, Herr Fleischhacker, wie in die Politik serviciert. Am 31.12. sperrt der österreichische Bundeskanzler ihm das Gericht auf, um einen Deal zu machen mit 100 Millionen. Entschuldigung, das ist Kapitalismus. Bei einer Sache bin ich übrigens bei Ihnen Förderung. Das hat mit Beziehungen zu tun, mit Betrug. Verstehen Sie, was ich meine? Also, bevor das so eine Propagandasendung jetzt wird für die KPÖ, Herr Fleischhacker. Ja, normalerweise machen Sie die Propaganda, aber heute haben Sie irgendwie nichts zu sagen. Das finde ich gut. Nichts zu sagen. Da wäre ich vorsichtig. Herr Tomaselli. Okay, die Sendung ist noch nicht vorbei. Ich bin immerhin so weit, dass ich Ihnen zum Beispiel recht gebe, dass es Auswüchse gibt dieses Systems und die von Ihnen genannten Geschichten um den Herrn Benke und die Corona-Hilfen sind meines Erachtens auch Auswüchse dieses Systems. Da bin ich ganz der Meinung. Das spricht aber nicht generell gegen das Privateigentum, gegen das Unternehmertum als solches, wie Sie es richtig schildern, wo es um Leistung und Verantwortung geht. Das spricht doch nicht dagegen, das Privateigentum an Wohnungen, an Häusern, habe ich ja nichts dagegen. Sie reden ja von einem eigenen. Seine Wohnung und sein Wohnhaus haben. Das ausreden. Ist nicht das Problem. Kann man im Kommunismus, Nicht-Kommunismus noch ausreden? Natürlich. Geht das? Natürlich. Lieb von Ihnen. Bitte, Herr Mölz. Und Sie reden ja von Enteignung. Ne? Und zwar nicht nur von irgendwelchen großen Kapitalisten, die hunderte oder tausende Wohnungen besitzen, sondern offenbar von denen, die Wohnungen besitzen. Nein, das ist eine Unterstellung. Ich muss Sie unterbrechen, also weil das eine pure Unterstellung ist. Das hat hier niemand gesagt auf dieser Seite. Also Sie nicht für uns Enteignung. Nein. Sie nicht für Enteignung. Gut, das nehme ich Enteignung auf. Enteignung des großen Eigentums, aber nicht der Leute, die in ihren Wohnungen sitzen. Nein. Das ist ja wohl klar. Nein, nicht in ihren eigenen. Wissen Sie, das Problem ist doch so. In der Generation unserer Eltern hat man mit einem Familieneinkommen sich ein Haus bauen können. Heute ist es so, dass es eine Arbeiterfamilie mit zwei Einkommen sich kaum mehr die Miete irgendwie leisten können. Wir werden ja ständig enteignet. Ja, das ist ein richtiges Phänomen. Ja, jetzt verdammt nochmal, kann man einmal ausreden, ohne dass Sie sich gerade reinschreiben. Ich sage jetzt nicht. Das ist völlig richtig, diese Probleme gibt es. Ne? Nur glaube ich, das, was Sie sagen, dass also der Kommunismus das löst, das ist historisch ja und empirisch wissen wir ja, dass er überall krachend gescheitert ist. Dass es überall in Totalitarismus, in Diktatur, in antidemokratischen Unfreiheit geendet hat. Ne? Und das kann man doch jetzt nur, wenn man sagt, KPÖ Plus, ist das auf einmal anders. Ich sehe das nicht. Das kann man noch so freundlich und auch sachorientiert an einem Problem, an diesem überteuerten Wohnen natürlich jetzt freundlich darstellen. Aber das allein ist es ja nicht. Sie deuten es an, dass da viel mehr dahinter stehen, viel größere Ambitionen. Ne? Und das ist das, was mir Sorge macht. Und ich finde es aus der Zeit gefallen, dass eine gescheiterte Ideologie mit gescheiterten, real existierenden sozialistischen Systemen jetzt auf einmal die Perspektive sein soll für Österreich oder darüber hinaus. Ne? Frau Hayek, politikwissenschaftlich noch einmal. Ich habe jetzt den Herrn Dankl gefragt, ob er Kommunist ist. Er sagt ja. Allerdings mit Begründungen, wo ich jetzt sagen würde, also nicht als Politikwissenschaftler, sondern als Beobachter über 30 Jahre, das würde ich jetzt nicht Kommunist, da würde ich nicht sagen KPÖ Plus, sondern es klingt eher nach SPÖ Plus. Ne? Oder sehen Sie da was? Wo ist das Kommunistische an dem, was Herr Dankl sagt? Naja, also eine der Besonderheiten des linken Spektrums ist ja, dass es sehr, sehr viele Schattierungen gibt, deswegen gibt es ja auch immer wieder Auseinandersetzungen innerhalb des linken Spektrums und es gibt natürlich den demokratischen Kommunismus, der da schon irgendwo in die Richtung geht von dem, was der Herr Dankl sagt. Aber meiner Ansicht nach, wenn man auf die KPÖ Plus oder auch auf die KPÖ in Graz, aber auf jeden Fall auf die KPÖ Plus in Salzburg ein anderes Label
draufkleben würde, anstelle des Wortes Kommunismus mit genau denselben Inhalten, dann würde das genauso gut funktionieren. Dann würden wir jetzt nicht hier sitzen und diese ideologische Diskussion führen und die Inhalte und die Dinge, für die die KPÖ steht in Salzburg, wären genau dieselben. Meiner Ansicht nach ist das eine Diskussion, die von der Wählerentscheidungen relativ weit entfernt ist. Habe ich auch bei Ihnen so verstanden, dass Sie sagen, wenn das jetzt anders heißt und es sind die gleichen Anliegen drin, wäre mir das jetzt auch wurscht, das ist halt ein anderes Label, mir geht es ja um die Inhalte. Ist das nicht dann in die andere Richtung ein bisschen Etikettenschwindel? Warum sagt man dann noch kommunistische Partei? Also ich bin niemand, der jetzt ein Label wie eine Monstranz vor sich dahertragt und sich auf die Schulter klopft und sagt, ich bin der Radikalste. Ich habe auch keine Che Guevara-T-Shirts bei mir daheim, weil ich denke mir, wer Folklore sucht, der kann zum Trachtenverein gehen. Oh Gott, ich habe eins. Für mich, Sie haben eins. Ja, ja. Können wir gemeinsam. Nein, weil sozusagen es geht ja nicht um Folklore und es geht ja nicht darum, wer hat jetzt recht. Ja, ich meine, das ist sicher ein Problem. Es gibt ja viel linke Strömungen und natürlich gibt es da wie überall auch die Debatte, wer erklärt die Welt richtig. Ich bin da eher immer ein bisschen vorsichtig und denke mir, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich kenne nicht den Königsweg in eine befreite Gesellschaft, auch wenn man es natürlich wünscht, dass man in einer gerechteren Welt dann ankommt. Aber ich glaube, wichtiger als das Label... Aber das ist eigentlich schon ein Wesen des wissenschaftlichen Sozialismus und des Marxismus, dass man sozusagen die Perspektive der Geschichte kennt und auch in die richtige Richtung also steuern kann. Da denke ich, hat man schon also hat auch was aus der Geschichte gelernt. Also ich würde mich nicht hinstellen und sagen, ich habe jetzt den perfekten Reiseführer für die nächsten 300 Jahre und man macht einen Schritt nach vorn und dann nach links oder wo auch immer hin und dann sind wir im Paradies. Ich glaube, man muss anfangen, einen ersten Schritt zu setzen. Und das kann zum Beispiel was ganz Konkretes sein. In Salzburg gibt es einen Energieversorger, das ist die Salzburg AG. Der stellt einen mittlerweile sehr miserablen öffentlichen Verkehr mit dem Obus bereit, Strom, Wasser, Wärme. Und der ist zwar überwiegend in Eigentum von Stadt und Land Salzburg, also überwiegend öffentlich Eigentum, ist aber als Aktiengesellschaft organisiert, ist auf Profite verpflichtet, macht Jahr für Jahr Rekorddividenden, schüttet das dann an Stadt- und Landesregierung aus. Ja, da freut sich der ÖVP-Landeshauptmann und der ÖVP-Bürgermeister Breuner. Aber die Tarife für die breite Mehrheit steigen, die Haushalte werden gemolken, gleichzeitig hat man den öffentlichen Verkehr kaputt gespart und alle sagen, naja, das müssen wir machen, weil es ist eine Aktiengesellschaft. Und da sagen wir, noch als Einzige, als KPÖ Plus, das wäre doch viel vernünftiger, wenn man das als gemeinnützigen Energieversorger organisiert. Muss gar nicht staatlich sein, ja. Weil die Geschichte der Staatsbetriebe in der Zweiten Republik ist schon eine vom Versorgungsauftrag, aber nicht ein Versorgungsauftrag für die Bevölkerung, sondern ein Versorgungsauftrag für die Parteifreunde. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.